Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich freue mich, euch was ganz Besonderes zeigen zu können. Eigentlich wollte ich kein Unboxing-Video machen. Aber als das gekommen ist, habe ich mir gedacht, schauen wir mal rein. Diejenigen von euch, die das Produkt schon kennen, es vielleicht auch schon vorbestellt haben, wissen, was drin ist. Diejenigen, die es noch nicht wissen, deswegen habe ich das Video gemacht. Worum geht's? Ihr habt natürlich im Videotitel schon gesehen, aber jetzt hole ich es noch. Oh. Da ist es. Ist es nicht wunderschön? Oculus Rift Retail. Endlich ist es da. Die VR-Enthusiasten unter euch warten bestimmt genauso lange wie ich schon drauf und haben die Development Kits bestimmt schon mal ausprobiert. Das hier ist the real deal. Und jetzt packen wir es gleich mal aus. Spiele. Und was drin ist, aber das gucken wir uns gleich mal in Ruhe an. Danach gibt es dann auch noch einen Kommentar dazu. Was braucht ihr eigentlich, damit ihr die perfekte Virtual Reality Erfahrung haben könnt? Und ob sich das alles lohnt. Wunderbar. Da ich kein Studio habe, muss mein Esstisch fürs Unboxing herhalten. Groß genug ist er auf jeden Fall. Klares und trotzdem wunderschönes Design, wie man es von Oculus kennt. Das Oculus Rift bietet einen ganz einfachen Einstieg in die Virtual Reality. Und in der Packung soll alles sein, was wir brauchen, um zu starten. Das muss ich mir als VR-Nerd natürlich erstmal ganz in Ruhe anschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. What's in the fucking box? Ja, ja, kommt ja. Entspann dich mal. Damit es gleich von vornherein keine Missverständnisse gibt, in der Box befindet sich keine Software, nur die Hardware. Treiber, Oculus Home, Oculus Store und alles, was ihr weiteres noch braucht an Software, findet ihr dann gleich auf der Website, worauf ihr auch hingewiesen werdet, mit Let's Get Started. Setup und Installation schauen wir uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal an. Als erstes im Deckel finden wir die sogenannte Oculus Remote, die Fernbedienung für praktisch alle Virtual Reality Experiences, die man so erleben kann. Mit dieser Fernbedienung könnt ihr sowohl Lautstärke einstellen, als auch in allen Menüs etwas auswählen, bei Videos weiter vorspulen etc. pp. Als nächstes der Sensor, dieser wurde mehrfach überarbeitet, hat auch nicht mehr viel zu tun mit dem DK2, also Entwicklerkit 2 Sensor und soll unterbrechungsfreies Tracking bis auf mehrere Meter und in einem unheimlich großen Winkel ermöglichen. Wir sind gespannt. Kommen wir jetzt zum Star des ganzen Pakets, das Oculus Rift. Das Virtual Reality Headset. Zwei Bildschirme mit jeweils 1080x1200 Pixeln ergibt 2160x1200 Pixel in 90 Hertz. Technik, Orakel und Gerüchte hatten zuerst gedacht, dass es 1440p sein würde. Und ja, die Kopfhörer sind gleich mit dran, 360 Grad Audio. Mit dem, was wir bis jetzt ausgepackt haben, könnten wir bereits voll loslegen. Und ganz ehrlich, wer braucht eine Warnung, wenn er weiß, was er da jetzt gerade zu fassen hat? In Kooperation mit Microsoft tut Oculus noch einen Xbox One Wireless Controller mit ins Paket, damit ihr jedes Spiel perfekt steuern könnt. Die meisten von uns hatten sowas schon mal in der Hand. Ich glaube nicht, dass ich da noch groß was zu erklären muss. Praktisch ein Oculus gebrandetes Brillenputztuch. Sowas geht immer schnell verloren, also gut, dass es dabei ist. Da der Xbox One Controller wireless ist, brauchen wir natürlich ein USB-Dongle. Und passend dazu das Kabel, womit wir den Dongle direkt anschließen können, beziehungsweise eine Verlängerung per USB.
Falls ihr euch wundert, was ich jetzt Komisches aus der Packung hole, das ist ein Schraubenzieher, mit dem ihr die Kopfhörer des Rift direkt abmontieren könnt, wenn ihr eure eigenen Kopfhörer nutzen wollt. Batterien sind auch dabei, ihr müsst also keine neuen Batterien für den Controller holen. Safety-Informationen von Oculus und natürlich die Garantie. Ihr wollt zeigen, dass ihr Oculus-Fanboys seid? Zwei Aufkleber gibt es mit dazu mit dem neuen Oculus-Logo. Jetzt das Endprodukt mal aufsetzen. Festzurren. Sitzt das gut? Ja. Viel einfacher, als es früher war auf jeden Fall. Sitzt super bombenfest. Ist sehr leicht, ergonomisch. Die Kopfhörer klappen locker ran. Super geil. Richtig geil. So schön. Wirklich. Ich hatte nicht gedacht, dass der so schön ist. Das war's also, mein kleines Unboxing-Video zum Oculus Rift. Virtual Reality bin ich schon ziemlich lange hinterher, dass es endlich Virtual Reality gibt, die auch ein bisschen qualitativ hochwertig ist, wo ich wirklich in eine andere Welt eintauchen kann. Seit dem DK2, dem Development Kit 2 von Oculus, habe ich das schon öfter gemacht und bin ein absoluter Fan der ganzen Geschichte. Bis jetzt waren ja nur Vorbestellungen auf der Oculus Website möglich. Ihr musstet Steuern, Tax, Zoll, bla, alles Mögliche bezahlen. Gute Sache ist, Oculus Rift kommt in den echten Handel, also in den Retail-Handel. Zuerst, glaube ich, Mediamarkt und Saturn und Amazon für 699 Euro. Könnt ihr es denn vor Ort mitnehmen? Seid nicht auf irgendwelchen Wartelisten oder müsst das aus den USA oder wo auch immer es gerade herkommt, schicken lassen. Das finde ich eine ganz gute Sache. Es gibt natürlich bei der Auflösung und bei 90 FPS, die wirklich gebraucht werden, ich kann das euch nur raten, das ist eine ganz, ganz wichtige Zahl. Diese Wiederholung, diese Bildwiederholungsfrequenz sorgt dafür, dass euch nicht schlecht wird. Leute, die schon mit früheren Varianten verschiedenster VR-Headsets zu tun hatten, die können durchaus mal Frame-Drops überleben, ohne dass es ihnen schlechter wird. Aber ihr solltet wirklich, damit ihr perfekte Erfahrung habt und damit VR auch wirklich genau das Richtige für euch ist, gleich von vornherein wissen, ob euer Computer das packt. Es gibt auf der Oculus Homepage ein Kompatibilitätstool. Link kommt nach unten in die Videobeschreibung. Da sind die minimalen Spezifikationen, die Oculus sieht, angegeben. Ich persönlich habe einen Computer, der laut der Website nicht kompatibel ist mit Rift. Dadurch, dass ich meinen Computer aber immer selber baue, sind die relativ optimiert. Funktioniert bei mir wunderbar. Ist ja auch egal, was ich habe. Ich würde euch ans Herz legen, das Subreddit Oculus mal zu checken. Da gibt es viele, viele Leute, die viele lange Zeit verbracht haben und genau Bescheid wissen. Darüber wusste ich auch, dass trotz des Tools, was mir gesagt hat, der Computer packt es nicht, dass es funktioniert. Wenn ihr euch sicher seid, dass euer Computer das packt oder eben nicht, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wenn ihr keine Hardware-Enthusiasten seid, macht es ganz einfach. Ihr findet auf Computern, die absolut für Oculus optimiert sind und genau die Spezifikationen auch erfüllen, unten ein kleines Logo, Oculus Ready. Im Moment sind es, glaube ich, Asus, Dell, Alienware, Lenovo und, glaube ich, noch ein paar mehr, die solche Oculus Ready Rechner bauen. Die könnt ihr kaufen, aus der Box, zack, alles klar, wunderbar, funktioniert ohne Probleme. Sonst geht auf Subreddit Oculus. Was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, zum Start, ab dem 20. September kann man ja Oculus Rift im Handel kaufen. Zu dem Zeitpunkt wird es schon 100 Erlebnisse geben, die ihr für Rift dann haben werdet. Erlebnis bedeutet
Es kann ein Spiel sein, kann eine App sein, die für VR entwickelt wurde, Kurzfilme, Tools, alles. Und vieles davon ist auch kostenlos, was halt extremst nice ist. Einer meiner Lieblingstitel zum Beispiel ist Lucky's Tale. Das ist ein Jump'n'Run, aber definiert durch VR Jump'n'Run ganz neu. Super witzig, kostenlos dabei. Außerdem Videoplayer, Apps. Die haben gerade einen Emmy bekommen für Henry, einen animierten Kurzfilm in VR. Perfekt. Einfach mal angucken, einfach mal danach googeln. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht komme ich ja mal in nächster Zeit dazu, mal ein Setup-Video zu machen. Schönen Abend noch. Da hätte ich doch fast noch das Wichtigste vergessen. Wenn ihr jetzt noch nicht ganz sicher seid, ob das das Richtige für euch ist, weil man Virtual Reality nicht wirklich erklären kann, sondern man muss es erleben, Oculus macht nicht nur im Handel, also Mediamarkt und Saturn und so, Demostationen, sondern die machen auch eine Truck-Tour. Die ist bestimmt richtig spannend. Ich werde auch dahin gehen, weil ich mir das mal anschauen will, alleine wegen des Trucks. Daten und weitere Informationen packe ich alle unten in die Anmerkungen und vielleicht sieht man sich ja denn da. Ne? Wäre doch ganz lustig.